Liebe Lehrerinnen und Lehrer, in dieser Videoserie erklären wir Ihnen, wie Sie mit dem Mathe-Retter arbeiten können. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie sich für den Mathe-Retter anmelden. Um den Mathe-Retter nutzen zu können, benötigen Sie Ihre Zugangsdaten. Diese erhalten Sie von der für den Mathe-Retter verantwortlichen Person Ihrer Schule. Zum Mathe-Retter gelangen Sie entweder über die Webseite matheretter.de oder über das Schulportal. Fangen wir mit dem Zugang über die Homepage des Mathe-Retters an. Gehen Sie zuerst auf die Webseite www.matheretter.de. Klicken Sie nun oben rechts auf den Button Login. Sollten Sie sich zum ersten Mal beim Mathe-Retter anmelden, geben Sie nun hier Ihre Zugangsdaten ein. Klicken Sie anschließend auf Einloggen. Jetzt sind Sie erfolgreich eingeloggt und können den Mathe-Retter nutzen. Nun zeigen wir Ihnen, wie Sie über das Schulportal auf den Mathe-Retter zugreifen können. Melden Sie sich zunächst im Schulportal mit Ihren Zugangsdaten an. Klicken Sie nun auf die Kachel Mathe-Retter. Falls Sie diese Kachel noch nicht sehen sollten, kann sie auch an anderen Stellen in dieser Übersicht zu finden sein. Klicken Sie dazu auf die anderen blauen Felder, um die dort abgelegten Inhalte zu sehen. Sollten Sie die Kachel nicht finden, fragen Sie beim Schulportal-Administrator Ihrer Schule nach. Haben Sie die Kachel Mathe-Retter gefunden, klicken Sie auf die Kachel Mathe-Retter. Sie werden nun direkt eingeloggt und die Mathe-Retter-Seite erscheint. Sie können nun mit dem Mathe-Retter arbeiten. Welche Potenziale der Mathe-Retter bietet, zeigen wir Ihnen in den weiteren Videos.